Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ein Podcast mal wieder für uns Frauen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen da gerade geht. Fühlen Sie sich auch in diesem eigenartigen Spagat? Das ist sowas, was ich von immer mehr Frauen im Moment höre, nämlich dieser Spagat ist, da bewegt sich was. Irgendwas in mir bewegt sich und da geht auch irgendwo eine Tür auf. Irgendwas in mir fühlt sich anders, sieht die Dinge anders, möchte gerne Schritte tun. Also dieses ganz tiefe Runtergezogensein, dieses Resignative, dieses Aussichtslose, das öffnet sich so bei der einen oder anderen. Also ehrlich gesagt, mit denen ich spreche, mit immer mehr Frauen. Und dann ruckt es wieder so mit voller Wucht zurück. Und man hat das Gefühl, boah, ich sitze hier schon wieder in dem tiefsten, ölsten, alten Sumpf. Die ölsten Geschichten kommen, die ölsten Symptome zeigen sich. Und ich habe das Gefühl, es kann doch nicht wahr sein, zurück in die Steinzeit. Darum geht es heute im Podcast hier. Wie kann ich jetzt in dieser Zeit zwischen dem Alten und dem Neuen wirklich auf die andere Seite kommen? Und dazu braucht es einen Aufräumprozess. Ein Aufräumprozess, da sehnen sich ja viele nach in ihrem Leben. Darum wird es heute gehen. Aber dieser Aufräumprozess, der muss zuerst beginnen. Das ist die einzige Chance, wenn er wirken soll, in ihrem Kopf, in ihrem Herzen, in ihrem Unterbewusstsein. Das ist das Thema heute und ich möchte Sie unbedingt einladen zu meiner kostenlosen Videoserie, die sich um dieses Thema dreht, dass weder eine erfüllte Beziehung noch ein kraftvolles Leben noch Erfolg einfach so vom Himmel fallen, sondern dass wir dazu ein paar Stellschrauben in uns drehen müssen, und zwar tief in uns selbst, nicht da draußen. Egal, was da draußen ist, in uns spielt die Musik. Einladen zur kostenlosen Videoserie, 3 Teile, da führe ich Sie durch einen Prozess. Da gibt es mit Hilfe von Meditation, leite ich Sie auch durch solche diffusen Gewässer, in denen wir uns da immer alle irgendwie befinden, sodass wir wissen, ich will ja was anderes, aber ich weiß eigentlich gar nicht genau, was ich genau will. Und da braucht es oft so ein Näher mit sich selbst kommen. Darum geht es in der kostenlosen Videoserie. Startet am 18.05. Sie können sich jetzt eintragen. Alle Infos finden Sie hier unter dem Podcast oder aber natürlich auch auf unserer Webseite. Also, wer Lust hat, dabei zu sein, ich freue mich über jede Frau, mit der ich in diesen Zeiten aufs andere Ufer rüberwechseln kann, weil ich weiß, da wartet wirklich, wirklich ein, also ich kann es gar nicht in Worte fassen, da wartet so, so, so viel Schönes im Moment. Also lassen Sie uns loslegen, hier und heute erstmal im Podcast. Ja, der Spagat, dieses Gefühl, ja, da geht die Tür auf, ich merke was und ich weiß auch, es ist Schluss. Also das höre ich von ganz vielen Leuten, ich weiß, es ist Schluss, ich mache das so nicht mehr. Und dann kommt dieser Schwung und dann kommen auch so ein paar klärende Sachen oft und dann bums, dann hat man so das Gefühl, es ist wie so ein Sabotageakt. Sehr viele von diesen Sabotageakten sind in uns. Ein alter Schmerz, so ein ganzes Gedankenkarussell, so ein Selbstvernichtungskrieg, der plötzlich wieder startet, dass ich nicht gut genug bin, dass ich nicht schön genug bin, dass ich wieder das sowieso nie schaffen werde. Und dann geht es wie so eine Welle und dann sagen wir wieder, ja, aber trotzdem, ich fühle es doch, da passiert jetzt was.
Und dann wieder, ja, aber da draußen, da geht ja gar nichts. Und was wird aus uns allen hier? Und was wird mit der Politik, mit der Wirtschaft, mit den Jobs, mit der Gesundheit? Was wird, was wird, was wird? Also, da draußen wird kollektiv global das, was wir kollektiv jetzt in dieses Leben hinein denken, fühlen und glauben. Das ist die einzige Wahrheit. Und in Ihrem persönlichen Leben wird das jetzt kommen, was Sie jetzt in dieses Leben denken, fühlen und glauben. Und ich sage das ja im Moment wieder und wieder, das Alte funktioniert nicht mehr. Und das Neue entsteht aus dem, was wir jetzt Schritt für Schritt für Schritt für Schritt ins neue Leben bringen. Da gibt es keine geheimnisvolle Macht. Und wie wir alle, glaube ich, erkennen können, gibt es auch keine grandiosen Regierungskus, die uns plötzlich hier alle retten. Es gibt im Moment niemanden da draußen, der wirklich wüsste, so geht's. Ich sage das im Moment wirklich immer wieder und ich möchte mich da auch gerne wiederholen, weil so leicht unser altes Denken uns wieder in diesen Glauben bringt, dass wir jetzt warten müssten. Es ist jetzt irgendwie, wir müssen warten, dass irgendwer irgendeine Lösung findet. Das ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Sondern jetzt ist diese Zeit, in der wir jeden Tag neu morgens ganz praktisch aufstehen müssen und entscheiden müssen morgens nach dem Augenaufschlag, was will ich heute über diesen Tag denken? Will ich mich auf genau das fokussieren, was ich weiß, was an mir, an meinem Leben schwach ist? Oder will ich heute sagen, Mann, das ist das, was es in meinem Leben gibt und das ist kostbar. Will ich morgens als erstes das Radio anmachen, den Fernseher anmachen, in die News in meinem Computer schauen und erstmal gucken, was es alles für Negativbotschaften gibt? Oder will ich morgens sagen, ich entscheide als erstes mal über meine persönlichen News im Leben? Wenn Sie mal ganz ehrlich sind und hier spricht die alte Journalistin zu Ihnen, wenn Sie jetzt hier in Ihrem Zimmer sitzen oder wo auch immer Sie mich gerade hören, im Auto oder sonst wo, dann ist diese Welt da draußen. Ich sage Ihnen nicht, seien Sie Vogelstrauß und stecken Sie den Kopf in den Sand. Ich sage nur, in diesem Zimmer, in diesem Auto können Sie bestimmen, was Sie gerade in Ihrem Inneren bewegen, ob Sie sich erinnern an die Dinge, die gut sind in ihrem Leben und ob sie damit ein gutes Gefühl in sich in diesem Moment haben. Entscheiden Sie sich, da draußen in dem Leben nur an einer einzigen Sache teilzunehmen, an der Sache, an der Sie etwas bewegen können. Wenn morgen Wahl ist, dann können Sie wählen und etwas bewegen. Das ist Ihr politischer Einfluss. Wenn Sie aber jeden Tag 5 Stunden negative Nachrichten sehen, bewegen Sie damit gar nichts, einfach gar nichts auf dieser Welt, außer dass Sie bewegt werden, immer schlechter sich zu fühlen und immer resignierter zu werden. Wenn Sie sich informieren, damit Sie wissen, was los ist, ist es ein sinnvoller Rahmen, in dem Sie wissen, was zu tun ist. Wenn Sie, ich wiederhole mich, 5 Stunden sich jeden Tag die negativen Nachrichten überall reinholen und dann noch mit allen Menschen solche Gespräche erlauben, schwächen Sie sich und Ihr Immunsystem. Also, entscheiden Sie, was Sie morgens ins Leben bringen können. Mein Tipp, setzen Sie sich auf die Bettkante, setzen Sie sich gemütlich sonst wohin als allererstes oder bleiben Sie unter Ihrer Bettdecke liegen, wenn Sie denken, wenn ich die Augen aufmache, dann habe ich sofort die Kinder hier oder meinen Mann oder sonst was. Dann bleiben Sie unter dieser Bettdecke und fangen Sie an, dankbar zu sein. Nehmen Sie irgendwas klitzekleines. Seien Sie dankbar dafür, dass Sie gerade unter dieser Bettdecke liegen. Spüren Sie Ihren warmen Körper, seien Sie dankbar für ihn.
Schauen Sie in Ihr Leben, seien Sie dankbar für das, wo Sie leben. Seien Sie dankbar für was auch immer Kostbares da ist, für Ihren Hund, für da draußen die Natur. Seien Sie dankbar für diesen nächsten Tag, den Sie gestalten. Und das wird Sie ausrichten. Das, was Sie am Morgen denken, das richtet Ihren Tag aus. Wenige Minuten Wut, Angst, Resignation beeinflussen schwächend 24 Stunden Ihr Immunsystem. Nur wenige Minuten. Umgekehrt, wenige Minuten am Morgen, in denen Sie sich ausrichten auf das, was es alles Kostbares in Ihnen und um Sie herum gibt. Stärken Ihr Immunsystem, richten Sie aus. Und wenn man erstmal anfängt, das Schöne zu sehen, dann kommt man sozusagen in eine andere Welt, in der man Neues Schönes sieht. Und man zieht andere Dinge an. Das ist einfach so. Und jetzt ist der nächste Schritt in diesem Aufräumprozess in Ihrem Leben, dass Sie Entscheidungen treffen über mit wem Sie in welche Energie gehen wollen. Wenn Sie Menschen um Sie herum haben, die ganz leicht in die Angst im Moment kommen oder ins Schimpfen oder in die Resignation, dann gewöhnen Sie sich einen Mechanismus an, in dem Sie nach innen andocken, in dem Sie sich vorstellen, wie Sie in Ihrem Körper ankommen, wie Sie einfach, Sie können da sitzen und jemand redet und Sie halten den Fokus im Körper, halten den Fokus in Ihren Füßen. Ich mache das gerade, während ich jetzt mit Ihnen rede, mache ich das live, damit ich Ihnen das auch gut rüberbringen kann. Ich rede hier, ich halte aber meinen Fokus im kleinen linken Zeh, im großen rechten Zeh und so komme ich weiter und weiter in mir an. Ich kann in meinem Bauch, in meinem Becken spüren, während ich mit Ihnen rede. Und ich bleibe dabei in mir. Damit lasse ich mich nicht so leicht von anderen Menschen wegreißen, in deren Welt ziehen. Das Nächste, was ich tun kann, ist, ich kann anfangen, ich muss nicht dagegenhalten und sagen, hör mal, ich will mit dir nicht reden, du ziehst mich immer runter. Sie können sagen, bei mir ist es im Moment allerdings so und so. Oder ich mache auch das und das. Und weißt du, aber ich freue mich irgendwie trotzdem auch über das und das. Das ist eine Übungssache, dass Sie anfangen, das, was zwischen Ihnen und anderen Menschen geschieht, selbst immer mehr auszurichten und zu bestimmen, wo die Reise hingeht. Sie haben das doch vielleicht schon mal beim Friseur erlebt. Beim Friseur geht es ganz oft so, dass der Friseur sagt, und wo fahren Sie denn in Ferien hin? Oder was machen Sie denn am Wochenende? Das ist einfach eine Schulung, die der Friseur hatte, Sie, während Sie bei ihm sind, auf Themen zu führen, die Ihnen gute Gefühle machen. So. Und bitte seien Sie Ihr eigener Friseur und fragen Sie sich, was sind die schönen Dinge, an die Sie sich erinnern? Und das ist kein sich verdrücken in eine Scheinwelt. Überhaupt nicht. Ich lebe in keiner Scheinwelt und ich bin die in all meiner Arbeit, die allen Leuten sagt, bitte, wenn ihr weiterkommen wollt in eurem Leben, dann stellt euch der Wahrheit. Dann stellt euch dem, was wirklich in euch los ist. Also meine Arbeit dreht sich immer darum, in die Wahrheit zu kommen, die Dinge anzuschauen, auch die tiefer liegenden, schmerzhaften Dinge anzuschauen. Aber meine Arbeit dreht sich um unsere Schöpferkraft auch. Und das heißt, ich richte mich aus und ich lerne das immer mehr. Ich bestimme über das, was ich denken will, worüber ich reden will. Und ich bestimme auch immer mehr über das, was ich fühlen will. Darum geht es in meinem nächsten Podcast. Ich sage Ihnen jetzt schon nächste Woche mein Podcast, warum Ihr Mann nichts dafür kann, wenn Sie unglücklich sind in der Beziehung. Wir müssen jetzt lernen, als Frauen über unsere Gefühlswelt zu entscheiden und aus was aufzuwachen, aber dazu nächste Woche. So, das Nächste, was es braucht, ist, wenn Sie anfangen, diese Welt
dass sie morgens anfangen, dass sie ihre Gespräche gestalten, dann ist es wichtig, dass sie verstehen, dass jede einzelne ihrer Zellen ein Bewusstsein hat und sehr wohl in Kommunikation mit ihnen steht, die ganze Zeit. Ihr Körper, der ist wie ein Glas Wasser und sie sind wie Tinte. Sie haben nicht einen Körper, sondern alles, was sie denken und fühlen, das also geht wie Tinte ins Wasser. Die ganze Zeit wird ihr Körper sozusagen durchdrungen von ihrem Denken und Fühlen. Die ganze Zeit, 24 Stunden am Tag. Das heißt, sie sind das. Sie sind die Kraft, die sie körperlich sehen können. Da drin ist Leben und das wird von ihnen gestaltet. Und so ist die ganze Zeit da drin Kommunikation. Sie erleben sich selbst. Das ist kein getrenntes Wesen, über das man Angst haben müsste, schockiert sein müsste, sich fertig machen müsste deswegen, sondern das sind sie. Das heißt, wenn sie erstmal verstehen, dass diese Zellen, die sie sind, die ganze Zeit mit ihnen im Kontakt sind, die ganze Zeit mit ihnen fühlen, die ganze Zeit merken, was sie denken und glauben und sich dementsprechend verhalten. Was für unglaubliche Wunder könnten sie bewirken, wenn sie jeden Tag mit diesem Körper, wenn sie gerade beim im Auto sitzen, zur Arbeit oder zur Schule oder zum Kindergarten fahren oder einkaufen fahren oder die kleinen Momente nehmen. Und mit diesem Körper liebevoll sind, mit sich selbst liebevoll sind, da hineinspüren in diese lebendige Energie, die sie da drin sind. Und sagen, danke, danke, dass du so immer lebendig bist. Danke, dass du mich durch dieses Leben hier führst. Danke, dass es dich gibt. Erfüllen Sie sich und damit Ihren Körper mit Dankbarkeit. Sprechen Sie mit Ihren Zellen. Sagen Sie ihnen, bitte sorgt für meine Gesundheit. Ich bin voller Liebe für euch. Bitte sorgt für all das, was für mehr Gesundheit sorgt. Bitte helft mir, von alten Gewohnheiten loszulassen. Sprechen Sie mit diesen Zellen. Aber so nicht einfach stumpf irgendwelche Positivdenkensätze in den Körper schicken wollen, an diesen anderen Ort da, sondern sie sind in diesem Gefühl mit sich viel öfter. Das ist ganz wichtig, die Zwiesprache mit ihrem Körper. Und das Letzte in diesem Aufräumprozess ist, dass sie sich jeden Tag klar machen, die Welt, die ich erlebe, die entspringt meinem Denken und Fühlen und meinen Glaubenssätzen. Und ich entscheide mich jetzt, wach zu sein damit. Und ich ertappe mich dabei, wenn ich wieder sage, dieser Umstand, jenes Problem, jener Mensch da draußen ist dafür verantwortlich, was mit mir ist. Ich erinnere mich Tag für Tag für Tag daran, weil das ist so ein richtiger Umtrainierprozess für unser konditioniertes Verständnis von uns und der Welt. Das muss man wirklich wiederholen. Mein Wichtigstes ist, dass ich in dieser Wiederholung bleibe. Das ist der letzte große Punkt. Ich wiederhole und ich bleibe dabei, bis sich mehr und mehr dieses neue Verständnis setzt. Und da kommt das große Wunder und das Geschenk. In mir, wenn ich die letzten Jahre anschaue, ich weiß noch, als ich vor, ich weiß nicht was, 6, 7, 8 Jahren zum ersten Mal mit diesem revolutionären Andersrumdenken, ich war immer auf diesem Weg, ich bin seit 20 Jahren in so einer Entwicklung, aber da kam immer mehr Wissenschaft in mein Leben, die mir zeigte, wie wir wirklich funktionieren, nämlich komplett andersrum, von drinnen nach draußen und nicht von draußen nach drinnen. Als ich dieses Quantenmodell meiner selbst und des Lebens immer mehr verstand, habe ich mich immer mehr damit beschäftigt und dazu möchte ich Sie einladen. Und ich merke einfach, wie ich
sozusagen Jahr um Jahr, Monat um Monat, Woche um Woche, Tag für Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute immer mehr in einem neuen Bewusstsein lebe und es mir immer mehr zu Fleisch und Blut wird. Und dementsprechend verändert sich mein Leben in einer unfassbaren Art. Mein Leben ist immer mehr ein Leben von Führung, von Koinzidenzen, von Einssein mit dem, was um mich herum geschieht und was in mir geschieht. Mein Leben ist voller Wunder. Und auch ich bin immer wieder in diesem Spagat. Und dann kommt wieder was Altes. Aber ich weiß, das nächste Alte, was kommt, fordert mich auf, es gesund zu lieben, in das neue Bewusstsein hinein. Und dann kommt wieder was Altes und dann wende ich mich wieder zu, bin wieder liebevoll mit meiner Angst, mit meinen Zweifeln, mit meinem Schmerz. Und ich bin aber auch klar und sage, nein, das hier ist nicht mehr mein Weg, stopp. Stopp zu den Menschen um mich rum, stopp zu meinem Denken, stopp zu meinem Körper, stopp. Ja? Das Leben wartet darauf, dass sie es von drinnen nach draußen gestalten. Und auch jetzt ist das Leben voller Wunder. Also, wenn Sie Lust haben, bei meiner dreiteiligen Videoserie dabei zu sein, in der ich Ihnen zeigen möchte, in der ich Sie leiten möchte zu klareren Lebensvisionen und Ihnen zeigen möchte, wie Sie aufräumen können und teilen möchte aus meinem eigenen Leben, das, was ich als hilfreich erfahren habe. 18.05. geht's los. Jetzt können Sie sich anmelden. Hier unten finden Sie alle Infos in den Shownotes. Und ansonsten bitte vergessen Sie nicht, Ihre Liebe kann alles. Und Ihre Liebe ist die Kraft, die für die Veränderung in Ihnen, in Ihren Beziehungen, in Ihrem Leben und unser aller Liebe global sorgt. Ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal dabei sind, wo es darum geht, wirklich unsere Männer Männer sein zu lassen. Das war Liebe kann alles. Der Podcast mit Eva Maria und Wolfram Zuhorst.